So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich Tortilla-Chips testen. Und nicht nur irgendwelche Tortilla-Chips, sondern die teuersten, gesündesten und merkwürdigsten Tortilla-Chips der Welt, beziehungsweise die ich halt dann so gesehen habe. Jetzt muss ich hier kurz mal sortieren. Angefangen nämlich mit den hier. Da steht nämlich Adi im Weg. Da steht nämlich Mr. Freed. Kennt ihr Mr. Freed? Kennt ihr Mr. Freed nicht? Das ist auf jeden Fall tasty. Das ist vegan. 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 Keine Ahnung. Und das ist friendly und deswegen immer mit zwei E. Tortilla Chips Cheesy mit einem Cheese Flavor. Gluten. Och, Adi! Was ist das? Auf jeden Fall glutenfrei, vegan und high in Fibre. Also habt ihr auch hohes Fieber? Schreibt's mal in die Kommentare. Käse ist ja noch okay. Käse kennt man ja. Dann haben wir als zweites aber nochmal Tortilla Chips, wieder von Mr. Freed mit Chia Seed, ne? Multi Seed Crunch, also Chia Samen, Chia irgendwas. Es gibt ja schon öfter so Chia, nicht Chio Chips, sondern Chia Chips, also Chips mit Chia Samen Herkunft zusammengeführtes Geschmack. Aber wir haben noch zwei andere Sorten, wo ihr dann denkt, was war da denn los? Denn wir haben auch noch Mr. Freed Tortilla Chips Kale Spinach Green Goodness. Also Spinat, Geschmack, grüne irgendwas, auch wieder high in Fibre. Spinat ist wenigstens auch noch definierbar, man weiß ungefähr, was das sein soll. Jetzt ruft mich hier irgendeine Nummer an, da muss ich es erstmal weglegen. Da weiß man auch ungefähr, was das sein soll. Spinat, habt ihr schon mal Spinat-Chips gegessen? Ich noch nicht. Aber was mich komplett verwochen hat, ist die letzte Packung Freed. Junge, jetzt ruft nochmal jemand an. Freed Tortilla-Chips Blue Maize. Das ist gar nicht blau, das ist doch lila, oder bin ich jetzt farbenblind? Aber was ist Blue Maize? Real Mexican Flavor, mexikanischer Flavor, da bin ich jetzt aber mal mächtig gespannt. Ich nehme das jetzt auch mal, ich lege das jetzt mal so hier hin irgendwie und guck jetzt mal, ob ich da fürs Thumbnail irgendwie ein Bild hinkrieg. Vielleicht soll ich 2-2 oder nix. Ich schaff's einfach nicht, ich mach jetzt einfach so, zack. Fürs Thumbnail einfach die teuersten, die besten und die gesündesten Chips. Jetzt lege ich hier in der 100 Mal drückst du weg und dann rufen die einfach wieder an. Das kann doch nicht sein. Immer diese Betrüger. Im Endeffekt war es Pupsi. Wir probieren jetzt aber auf jeden Fall erstmal die Nummer 1. Und zwar die mit Käse. Mal gucken, wie die mit Käse schmecken. Das sollten ja noch die normalsten sein. Hintergrund ist auch, das Wochenende rückt immer näher. Der Adi greift rein. Adi fischt sich einen raus. Er versucht zumindest. Adi hat sich einen rausgefischt. Okay, Adi probiert auch mal. Das müssten also noch die normalsten sein. Einfach nur Käse-Tortillas, aber halt vegan und glutenfrei. 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 Ja, das schmeckt ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Nach Käse. Aber halt wirklich nur so ein kleines bisschen. Da merkt man schon, wenn das gesund ist, dann kann das halt nichts. Aber ist vielleicht eine gute Alternative, ne? Wirst du nicht fett, kannst du die ganze Packung mit einmal essen. Ja, mit Chia, wie mit Chia-Samen. Oder mit Chia-Geschmack oder wie auch immer. So, Adi, ich darf dich bitten.
Na los, such dir doch eins raus. Greif rein, komm. Einmal mit der Pfote und mit der anderen Pfote. Oder genau, steck gleich den ganzen Kopf rein. Er hat sich wieder eins rausgefischt. Wir riechen mal hier, das riecht auf jeden Fall schon würziger, aber halt auch irgendwie sehr kräutermäßig. Ist gepunktet mit Multi-Seed Crunch Chia Seed. Die gehen eigentlich, die finde ich richtig gut. Die haben, wenn du die in den Mund nimmst, hat das irgendwie so eine süßliche, salzige, gemischte Note, die sich direkt auf der Zunge breit macht. Und nachhinein hast du diesen Chiasamen-Nachgeschmack, aber du hast präsent erstmal vorne auch Geschmack am Start. Nicht wie bei den anderen, die nimmst du in den Mund, hast ganz leicht diesen Käsetouch im Nachhinein und ansonsten denkst du, du kaust auf Pappe rum. Die kannst du dir auf die Zunge legen. Und die bieten dir schon im vornherein einen richtig guten Geschmack. Jetzt kommen wir zu den grünen. Ah, die ist auch wieder am Start. So, wir machen mal die grünen auf. Wir lassen die hier mal reingucken. Er greift wieder rein, er zieht sich eins raus. Oh, jetzt ist wieder reingefallen, Adi. So, ja, das nächste. Er haut wieder ab. Das jetzt also mit Spinat. Mal gucken, wie die sind mit Spinat. Spinat hat doch eigentlich relativ wenig Geschmack, oder? Ist auch meistens recht wässrig. Ich glaube also Chia überzeugt mehr, obwohl Chia eher eine Salznote hatte. Hä? Die schmecken genauso salzig, wenn du die auf die Zunge legst, wie die anderen. Nur, dass der Nachgeschmack etwas spinatig wird. Also irgendwie haben die alle gleich gemacht. Und trotzdem finde ich den Nachgeschmack hier komischer als bei den Chiasamen. Also Spinat ist nicht so mein Favorit. Aber irgendwie, durch die salzige Note, die erstmal da ist, gefällt mir das trotzdem als die Käsevariante. Aber wir haben immer noch einen übrig. Und das ist die hier. Die Blue Maize mit Mexican Fever, Mexican Flavor, Mexican Touch. Und Adi, du darfst mal nicht so vor die Kamera, du musst, wenn dann schon seitwärts, einmal rein, hol dir eins raus, na los. So, Adi hat wieder einen, dann haut er mit ab. Und die riechen irgendwie komplett nach Erdnüssen. Und sehen auch richtig verdächtig aus. Guckt euch das doch mal an. Wer macht solche Chips? Wieder einfach komplett salzige Note direkt auf der Zunge, wenn du die reinlegst. Und irgendwie, weiß ich nicht, gar kein Nachgeschmack. Verstehe ich nicht. Real Mexican Flavor. Das schmeckt einfach wirklich nur wie die gesalzenen Tortilla-Chips, also die naturellen Tortilla-Chips, ohne irgendwelche Geschmäcker, wo einfach ein bisschen Salz dran ist. Also da finde ich ja, ich glaube die Chia fand ich am besten. Die sehen komisch aus, aber schmecken ganz normal wie natürliche Tortilla-Chips mit Salz. Die schmecken wie natürliche Tortilla-Chips mit Salz. Und im Abgang habt ihr etwas Spinat dabei. Die schmecken wie natürliche Tortilla-Chips mit Salz, haben dann aber noch so eine frische Brötchen, leckere Bäckersnote mit Samen und Natur und hin und her. Den Nachgeschmack finde ich besonders gut. Also diese Multi-Seed Crunch hat mir richtig gut gefallen. Ist bis jetzt mein Liebling gewesen natürlich. Und Käse, ja. Käse schmeckt natürlich nicht nach Salz, schmeckt einfach nur nach nichts und dann ein Stück nach Käse, aber so leicht, dass ihr da eigentlich eher Pappe habt als Käse überhaupt. Also wenn ihr Käse-Nachos wollt, dann kauft euch die normalen Käse-Nachos, die einfach ganz normal nach Käse-Nachos schmecken. Da habt ihr wenigstens auch den richtigen Käsegeschmack. Wenn ihr aber mal was Gesundes probieren wollt, eine Alternative zu den normalen Tortillas, ich sag die ganze Zeit Nachos und dann doch wieder Tortillas,
wenn ihr mal diese glutenfreie, vegane, gesunde Variante probieren wollt, würde ich sagen, greift zu den Chia Seed, zu der Chia Seed Sorte. Die schmeckt auch so, auch wenn die gesund ist, hat die einen guten Geschmack, kann man sich gut essen. Ja, würde ich sagen, Adi, ist auch noch ein? Man muss auch festhalten. Man muss auch festhalten. Oh. Isst eure Katze auch immer Chips? Vielleicht ist er deswegen so dick. Eieiei. Ja, jetzt grunzt halt noch. So, das war's von meiner Seite. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Es ist überall Haare dran.